Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen in Christus. Guten Morgen im einen Geist. Ja, wir sind ja hier, um aus dem Traum zu erwachen. Wir lernen mit Jesus, dass unsere Wahrnehmung die Wahrnehmung dieser Welt, der gesamten Welt, von alles zu 100%, inklusive Sonne, Mond und Sterne, Natur und. Wir lernen, dass das eine, ja, er nennt es hier Ersatzwirklichkeit. In dem Text, mit dem ich beginnen möchte heute, um zur Vorbereitung für unsere heutige Lektion. Wir haben eine Ersatzwirklichkeit vorgenommen. Das heißt, wir waren im Himmel, in Wirklichkeit. Im Grunde ist jetzt das Wir auch gar nicht mal so angesagt, weil im Himmel war ja nicht Plural, da waren wir nicht als viele, sondern eigentlich ich war im Himmel, ich und du bist ich, wir sind eins. Ich war im Himmel und ich war der Sohn Gottes, ich bin immer noch der Sohn Gottes, ja. Ich war im Himmel und habe dann eben aus Gründen, die gar nicht wirklich sein können, die ich nicht wirklich machen kann, habe ich eine scheinbare Wirklichkeit gemacht, die den Himmel ersetzen soll, die Gott ersetzen soll. Und da möchte ich jetzt ein bisschen was zu lesen hier, weil es geht ja tatsächlich darum, dass wir mit der heutigen Lektion, die ist ganz stark, die bringt das alles so auf den Punkt, unser Lernen, unsere Geistesschulung. Und deswegen möchte ich das hiermit vorbereiten, weil das sehr unterstützend ist, um die Ideen, die in unserer heutigen Lektion sind, anzunehmen. Also, das ist jetzt Kapitel 18, das heißt das Vergehen des Traums. Und das ist Römisch 1, die Ersatzwirklichkeit. Ich kann es auch nur empfehlen, es ist so ein wunderschönes Kapitel auch zu lesen. Sehr hilfreich, ja, sehr hilfreich. Spricht auch über Beziehungen, wie wir dieses Ersetzen, dieses Urersetzen vom Himmel, haben wir diese Welt gemacht, wie wir das immer wieder weiter ausüben sozusagen, indem wir auch Beziehungen ersetzen, indem wir eine Person durch eine andere ersetzen. Ne? Und indem wir den Körper, er hat mal das hier in Absatz 3 spricht er darüber, das ist so schön, niemand wird als vollständig gesehen. Der Körper wird betont, wobei bestimmte Teile besonders hervorgehoben und als Vergleichsbasis des Annehmens oder der Zurückweisung verwendet werden, um eine bestimmte Form der Angst auszuagieren. Wir trennen kontinuierlich. Wir treffen einen Menschen, wir sehen den Menschen, wir ordnen ihn irgendwie ein, wir mögen ihn oder nicht, er ist uns sympathisch oder nicht, wir sehen den Körper, irgendwie beurteilen wir den und dann der eine, für den einen sind die Augen wichtig, für anderen ist die Nase wichtig, für den dritten ist der Po wichtig, für den vierten und. Die Füße vielleicht, ja, so, und das, gefällt mir die Nase, gefällt sie mir nicht und das tun wir kontinuierlich. Und da auch einfach mal hinzuschauen, ja, wir sehen ja niemanden, wie er wirklich ist. Wir sehen immer das, was wir aus ihm gemacht haben, wir sehen immer den Körper, das Bild und genau das ist es, was eben den Konflikt und diese ganze Trennung in uns aufrechterhält. Und wir sind hier, um wirklich die richtige Antwort zu geben, endlich, um wirklich die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich, dass wir alle eins sind und dass dieser Körper eigentlich völlig unerheblich ist. Jetzt sagt er hier, es mag dich und dass dieser Körper einfach der Trick ist, ja, mit dem wir die Trennung aufrechterhalten und nicht nur aufrechterhalten, sondern tatsächlich beweisen. Ne, weil der Körper ja offensichtlich
Du hast einen Körper, ich habe einen Körper, da ist noch ein Körper und diese ganzen Milliarden und Abermilliarden und Billiarden und Trilliarden von Körpern insgesamt, die je da waren, noch kommen werden und hier sind, ja, alles Trennung, ne? So. Und jetzt sagt er hier, es mag dich überraschen zu hören, wie sehr die Wirklichkeit sich von dem unterscheidet, was du siehst. Du bemerkst das Ausmaß dieses einen Irrtums nicht. Er war so riesig und so völlig unglaubwürdig, dass aus ihm eine Welt der totalen Unwirklichkeit hervorgehen musste. Und dieser eine Irrtum, wo er sagt, wir haben einen Irrtum vorgenommen nur, einen Ersatz, ja, und dieser hat viele, viele Formen angenommen. Ne? Das ist Fragmentierung. Das ist das Ego. Mit dem Ego, mit der Trennung, fragmentieren wir und wir fragmentieren immer weiter und immer, immer weiter. Ne? Wir unterteilen, wir vergleichen. All das ist Ego-Machwerk. Ne? Im Himmel gibt es keine Fragmentierung, da gibt es nur Einheit. Ne? Da gibt es nichts zu vergleichen. Da ist niemand schöner oder anders, sondern weil es da nur den einen wundervollen Sohn gibt und der ist sogar auch noch eins mit Gott. Ja. So, und er sagt hier, dieser eine Irrtum, der die Wahrheit der Illusion, die Unendlichkeit der Zeit und das Leben dem Tod überbracht hat, war das Einzige, was du je gemacht hast. Wow, das wirklich mal, das ist, ja, wir denken, wir sind so als Menschen so was Tolles. Das heißt, viele denken das schon gar nicht mehr, aber auch wir denken, dass der Körper so was Geniales ist. Ja, der Körper ist überhaupt nicht genial, der ist so kompliziert wie nur irgendwas und das ist überhaupt nicht genial. Das ist wahnsinnig, das ist verrückt und. Er sagt hier, und wir denken, wir sind so kreativ und erschaffen, wir nennen das ja erschaffen mit dem Ego, wir erschaffen Kunstwerke, dies, das ist kein Erschaffen, das ist alles Machen. Ja, das mag ein Künstler natürlich nicht gerne hören, es ist aber nun mal so. Und er sagt hier, dass wir diesen einen Irrtum vorgenommen haben, wirklich, ja, die Wahrheit der Illusion überbracht haben. Ne? Deswegen, wir haben die Wahrheit in die Illusion gebracht, das heißt, wir haben die Illusion wahrgemacht, wir haben die Trennung wahrgemacht. Das bedeutet, die Wahrheit in die Illusion bringen. Und das wollen wir mit dem Ego immer noch gerne, aber das ist genau das, wo Jesus sagt, dass das nicht funktioniert. Wir müssen die Illusion aus diesem Grunde zur Wahrheit bringen. Wir müssen das Dunkel zum Licht bringen. Und wir haben die Unendlichkeit der Zeit überbracht. Ne? Wir haben jetzt ein Gefühl von Zeit, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, wer lebt schon in der Gegenwart, ne? Hier in der Welt, so Gegenwart, alles ist immer auf Vergangenheit und das ist der Trick des Ego, weil damit auch durch die Vergangenheit, die Schuld und all diese Dinge, dadurch wird auch die Zukunft erhalten. Ne? Wenn ich im Jetzt lebe, wenn ich wirklich jetzt lebe, wirklich jetzt, wo ja auch Gott ist, jetzt. Gott ist niemals in der Vergangenheit oder in der Zukunft, ja. Auch ich, meine wahre Identität, kennt keine Zeit. Wenn ich wirklich jetzt leben lerne, wirklich jetzt, dann habe ich keine Sorgen mehr um die Zukunft. Und dann habe ich auch überhaupt gar kein Interesse mehr an Vergangenheit. Ja, das wäre ein wirkliches Jetztleben. Dann bin ich im Vertrauen. Dann lebe ich total im Vertrauen in Gott. Das ist für mich wirklich das ist mein erstrebenswertestes Ziel. Ich bin da nicht, das sage ich ganz ehrlich, ja, aber das ist wirklich, ich habe da schon viel geübt und ich bin da, glaube ich, schon sehr gut und vielleicht viel besser, wie man so denken möchte, aber so ganz und gar bin ich da auch noch nicht, ne? Und da habe ich auch noch zu lernen. Und dann haben wir das Leben dem Tod überbracht. Ne? Das heißt, das, was eigentlich das ewige Leben ist, ja, da haben wir jetzt den Tod eingeführt, nämlich das Leben stirbt. Ja, im Himmel stirbt nichts. Gott erschafft, hat nichts erschaffen, was stirbt. Ne? Und das ist das Einzige, was wir je gemacht haben.
Ne? Er nennt es hier die Ungeheuerlichkeit des ursprünglichen Irrtums. Ja? Du begreifst das gar nicht, ja? Diese Ungeheuerlichkeit des ursprünglichen Irrtums, der dich aus dem Himmel zu vertreiben schien. Und die Erkenntnis in bedeutungslose Stücke unverbundener Wahrnehmung zu zerschlagen schien. Ja? Und mich dann auch noch zu zwingen schien, weitere Ersetzungen vorzunehmen. Also fragmentieren. Das ist ja zwanghaft. Ne? Wir fühlen uns ja zwanghaft. Wie kommen wir denn da raus aus dem Ding der Trennung und der Fragmentierung und des Glaubens an die Trennung? Ne? Und das ist eben der Kurs, ne? Der uns da lehrt, wie wir da rauskommen. Er sagt hier weiter, das war die erste Projektion des Irrtums nach außen. Die Welt entstand, um ihn zu verbergen, und sie wurde zur Leinwand, auf die er projiziert und zwischen dich und die Wahrheit gezogen wurde. Das ist der Schleier. Das ist der Schleier, den ich gezogen habe, ja, mit diesem Gedanken der Spaltung und der Trennung. Deswegen sagt man ja auch immer, dass es eigentlich hier alles nur ein Film. Und das, was ich hier alles wahrnehme, das ist wie im Kino auf einer Leinwand, das ist ein Film. Ja? Wenn ich etwas da draußen, wenn ich etwas verändern will an meiner Wahrnehmung, ne? Zum Beispiel, wenn ich im Kino sitze, ich glaube, die meisten von euch haben das auch schon gehört, ich sitze im Kino, schaue auf einen Film. Wenn mir da irgendwas nicht gefällt am Film, was mache ich dann? Gehe ich dann an die Leinwand? Und versuche da die Figuren hin und her zu schieben oder irgendwas zu machen, das wird mir nicht gelingen. Nein, ich muss zurückgehen, aufstehen, nach hinten gehen in den Projektorraum und ich muss den Projektor stoppen und dort eine andere Filmrolle einlegen. Ne, das ist ganz klar und eindeutig. Und genau so funktioniert das hier. Wir können nichts verändern, wenn wir hier auf der Leinwand, das heißt in der Welt, versuchen, die Dinge zu verändern. Auch am Körper, ja, auch da verändern wir nichts wirklich. Wenn wir heilen wollen, wenn wir glücklich sein wollen, dann geht es darum, dass wir in den Projektorraum, das ist unser Geist, da gehen wir rein und dann stoppen wir die Filmrolle des Ego und legen die Filmrolle des Heiligen Geistes da rein. Das heißt also, wir entscheiden uns. Und das ist gar nicht so kompliziert, da müssen wir nicht aufstehen, das ist ja kein anderer Ort, sondern das geht immer jetzt. Einfach, indem ich mich neu entscheide. Und er sagt, die Wahrheit dehnt sich nach innen aus, wo die Idee von Verlust bedeutungslos und nur Mehrung vorstellbar ist. In der Wahrheit gibt es keinen Verlust. Das passt auch zur heutigen Lektion, wo wir ja gleich lernen werden, dass es keinen Verlust gibt. Jetzt verstehen wir warum. In der Wahrheit gibt es keinen Verlust, weil was ist Wahrheit? Wahrheit ist Himmel. Ja. Und das wirklich mal ganz tief sacken lassen, ne? Wahrheit des Himmels. Und das verstehen, das annehmen. Alles andere ist nicht Wahrheit, es ist mein Film, den ich hier draußen projiziere. Ja. Findest du es wirklich seltsam, dass eine Welt, in der alles verkehrt und auf den Kopf gestellt ist, aus dieser Projektion des Irrtums entstanden ist? Fragt er. Es war unvermeidlich, sagt er. Sagt uns Jesus. Genau. Und diesen Irrtum nenne ihn nicht Sünde, sondern Wahnsinn. Denn das war er und das bleibt er nach wie vor. Statte ihn nicht mit Schuld aus, denn Schuld besagt, dass er in Wirklichkeit vollbracht wurde. Das ist das Trick des Ego, ist die Schuld. Das ist die Zeit, das ist die Vergangenheit. Es ist geschehen, wir haben uns getrennt, das ist Schuld. Und deswegen
sind wir jetzt hier, ja. Vor allem aber fürchte ihn nicht. Also dieser Irrtum ist einfach nur ein Irrtum. Er ist nicht Sünde, er ist nicht Schuld und wir brauchen nicht einmal Angst davor zu haben. Ja, wenn du irgendeine verdrehte Form jenes Urirrtums vor deinen Augen zu sehen scheinst, die auftaucht, um dich zu erschrecken, so sage nur, Gott ist nicht Angst, sondern Liebe und sie wird verschwinden. Die Wahrheit wird dich erlösen. Ich habe gestern kam die Versuchung, hat mich mal wieder gepackt, hat mich in die Falle in einem Augenblick von Unachtsamkeit. Und irgendwie ist es ja tatsächlich so, dass hier die ganze Welt ist eigentlich, unser ganzes Leben hier ist eigentlich ein Leben voller Versuchungen. Das heißt, wir werden die ganze Zeit im Grunde immer versucht und normalerweise fallen wir da immer rein. Es ist aber auch, jetzt immer, also schon weniger natürlich, wenn wir mit dem Kurs arbeiten, aber normal fallen wir da rein, weil wir gar nicht wissen, dass es eine Falle ist. Es ist die Falle der Trennung, die Falle der Angst, die Falle von all diesen Dingen. Wir sehen das gar nicht als Falle, sondern wir nehmen das ja ernst. Ne? Und überhaupt die Falle der Trennung, jede Trennungsprojektion ist, wir sind ja ständig hier in der Trennung, nehmen uns als Körper wahr, ist eine Falle. Das heißt, im Grunde ist das Leben, was wir hier als Körper führen, eine ständige Versuchung. Und Gott führt uns nicht in Versuchung. Das tun wir selber. Da sind wir schon fleißig dabei. Und gestern, das möchte ich einfach kurz erzählen, weil das einfach vielleicht auch hilfreich ist. Ja, ich hatte gestern, bin ich mal wieder in diese Falle reingegangen. Es gibt so ein ganz bestimmtes Thema, was immer wieder kommt, so. Und wo ich dann gestern aus irgendeinem Grunde wirklich mal wieder ziemlich dicke in die Falle gegangen bin, tatsächlich. Und dann war sehr viel Angst da, also wie so eine Angstattacke oder sowas, ja. Und das heißt, ich habe nicht rechtzeitig, ich habe den Moment verpasst, wo ich dann hätte Stopp sagen müssen. Na, okay, gut. Und dann habe ich, das möchte ich jetzt einfach, weil das so bekräftigt, ja, Gott ist nicht Angst, sondern Liebe und es wird sich auflösen und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ging jetzt nicht rucki zucki, das möchte ich jetzt gleich sagen, weil wenn ich dann gerade richtig schön drin bin in dem Ding, und dann geht das nicht ganz schnell. Aber ich habe mich hingelegt und habe wirklich, ich habe begonnen, das zu leugnen, was ich da gerade erfahre. Ja? Also, alles, was ich da in meinem Körper wahrgenommen habe, wie sich die Angst anfühlt im Körper, ja, ich habe gesagt, ich habe mir bewusst gemacht, ich habe mich erinnert, dass all das in Wirklichkeit nicht da ist. Das ist mein Traum. Es ist mein Traum. Und es kamen mir alle möglichen Eingebungen. Ja, ich habe den Heiligen Geist um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich habe Jesus um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, kontrolliere du meinen Geist. Kontrolliere du meinen Körper. Und mir wurden so viele wunderbare Gedanken eingegeben, ja, mit deren Hilfe ich dann das auflösen konnte. Und das erzähle ich hier einfach, um dir Mut zu machen, wenn dir so etwas geschieht, ja, dass es funktioniert. Das kann sein, dass es nicht gleich in einer Minute geschieht. Es hat schon ein bisschen gedauert, ja, aber es funktioniert. Und je nachdem, wie tief gerade die Falle ist, in der man gerade reingefallen ist, ja, braucht es halt vielleicht ein bisschen länger, aber je mehr wir praktizieren, es geht halt auch wirklich darum, dieser Stimme, die mir dann eingegeben wird und mir sagt, dass das alles nie, überhaupt gar nicht wirklich da ist, was ich da gerade wahrnehme, dass ich dieser Stimme vertraue, dass ich der lerne, mehr zu vertrauen, wie der Stimme der Angst. Ja? Und dass die Stimme, die mir sagt, Gott ist nicht Angst, sondern Liebe, und ich bin Liebe, ich bin ja eins mit Gott,
Ja, und es gibt nichts zu fürchten, dass ich dieser Stimme lerne, mehr zu vertrauen wie der Stimme der Angst. So, und jetzt sind wir hier bei Lektion 200 und ich bin so dankbar übrigens, möchte ich auch noch sagen, so dankbar, so unendlich dankbar für das, was ich gestern erfahren habe, dass ich mit Hilfe von Jesus mich daraus befreien konnte. Eine Dankbarkeit, ja, und es ist auch so bestärkend. Ja. Lektion 284. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Das heißt, ich kann beschließen, alles, was mir Angst macht, all diese Gedanken, die mir Angst machen, ja, kann ich alles verändern. Je nachdem, wenn ich nicht glücklich bin, kann ich die Gedanken, die dazu führen, dass, zu dem Gefühl, was ich da habe, ich kann die Gedanken verändern. Und das ist das neue Denksystem, was wir hier lernen, mit dem Erlernen mit dem Heiligen Geist. Es geht wirklich um diese Unterscheidung zwischen Wahrheit und Illusion. Ganz klar zu verstehen, wahr ist nur das Ewige und nur der Himmel und nur Gott, nur die Liebe ist wahr und alles andere ist nicht wahr. Und dafür brauchen wir immer wieder Hilfe. Wir brauchen Jesus, wir brauchen den Heiligen Geist dafür und wir brauchen diese Demut da auch, in Demut. Und lasst uns in Demut lesen, was uns hier jetzt gesagt wird, in Demut. Und diesen kritischen Ego-Geist, lasst uns den auf die Seite legen, ja, wenn wir dies hier jetzt hören, was er hier jetzt sagt. Verlust ist nicht Verlust, wenn er richtig wahrgenommen wird. Schmerz ist unmöglich. Es gibt keinen Gram mit irgendeiner Ursache. Und Leiden jeder Art ist nichts als ein Traum. Ja, und hier jetzt. Das Ego wird Gedanken liefern dazu, ganz klar. Wie Leiden ist nichts als ein Traum. Gibt keinen Gram mit irgendeiner Ursache. Finde genug Ursachen. Ja, das Ego wird diese Gedanken liefern. Aber bitte lasst uns gemeinsam diese Gedanken in die Hände des Heiligen Geistes legen und uns entscheiden, Jesus zu vertrauen, der uns das hier sagt. Jesus hat es uns doch vorgelebt. Das ist ja nicht das sind ja nicht Worte von irgendeinem anderen Menschen hier auf Erde, der irgendwas, was weiß ich, erzählt oder was erfahren hat. Das sind die Worte, die uns Jesus gibt, der es selbst erfahren hat, der uns mit seiner Kreuzigung gelehrt hat. Es bedeutet nichts. Es ist nichts. Glaub nicht dran. Leiden jeder Art ist nichts als ein Traum. Seht her, ich lebe, ich bin auferstanden. Ja, von ihm kommt das. Das ist nicht irgendeine Theorie, die sich jemand hier ausdenkt. Ne? Das ist die Wahrheit. Die zuerst nur gesagt, und ich liebe das. Ich liebe das, weil das zeigt jetzt, was jetzt hier kommt. Diese nächsten Sätze zeigt den Prozess unserer Geistesschulung. Genau, das sind 5 Schritte, glaube ich, 5, ne? Das ist die Wahrheit, die zuerst nur gesagt, dann viele Male wiederholt wird, um als nächstes mit vielen Vorbehalten nur zum Teil als wahr akzeptiert zu werden. Dann aber wird sie immer ernstlicher erwogen und schließlich als die Wahrheit angenommen werden. Das ist unser Prozess der Geistesschulung. Und aus diesem Grunde wiederholen wir dasselbe immer und immer und immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Wir müssen es immer wieder hören, weil das, was wir da hören, das ist so krass. Ja. Verlust ist nicht Verlust, Schmerz ist unmöglich, es gibt keinen Gram, Leiden ist ein Traum. Das ist so krass,
entgegen allem, was wir jemals gelernt haben, dass wir es immer wieder, ja, dieses, was hier so verrostet ist im Gehirn oder so, ja, wir müssen das auflockern und Sauerstoff da reinbringen, raus mit diesen alten Glaubenssätzen, raus mit all dem ganzen Wahnsinn und mit offenem Geist Jesu Botschaft annehmen. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Und heute möchte ich über diese Worte und über alle Vorbehalte hinausgehen und zur vollen Akzeptanz der Wahrheit in ihnen gelangen. Das ist unser Vorhaben für heute. Ja, das ist nicht schlecht, oder? Das ist doch ein tolles Vorhaben. Vater, was du gegeben hast, kann nicht verletzen. So müssen Gram und Schmerz unmöglich sein. Lass mich heute nicht darin versagen, dir zu vertrauen und nur das Freudige als deine Gaben und nur das Freudige als die Wahrheit anzunehmen. Ja, wow. Ja, lass uns einen Augenblick noch damit verweilen. Ja, ich kann durch nichts verletzt werden als durch meine Gedanken. Und ich kann beschließen, all diese verletzenden Gedanken zu verändern. Und das wollen wir jetzt gemeinsam beschließen. Wir wollen Jesus vertrauen. Wir wollen auf sein Wort hören. Wir wollen Gottes Wort für uns annehmen, das uns sagt, dass wir sein Sohn sind, sein einer Sohn, und dass wir rein und heilig sind, wie er. Und das ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Und nur die Wahrheit ist wahr. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag in Christus.